Hallöchen, Popöchen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich baue ein Haus in Skyrim. Ich weiß nicht, ob es ein Let's Play ist, aber vermutlich. Und jetzt suchen wir ein wenig Eisenbarren, ein wenig Goldbarren, die wir wahrscheinlich in den Wiener finden werden, überhaupt. So ziemlich alles, was ihr braucht. Erstmal Eisen mitgenommen. Nehme ich auch einfach mit. Weiß ja nicht, ob man die... Ja. Warte mal, dann gehen wir noch schnell in das Handelskontor. Und dann klappern wir mal die ganzen Dörfer hier ab. Viel, das Flusswald. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Bis zum nächsten Mal, meine Schwester. Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Also gut. Vielleicht sucht ihr etwas. Wo könnte man hingehen, wo viel Eisen? Nehmen wir erstmal wieder nach Faltenring. Oder Fliegen oder was auch immer der macht. Oh wow, jetzt ist es wieder dunkel. Ich liebe es. Rast rein. Teleportierst dich hier in irgendein doofes Dorf. Kann das Ding nicht an. Nee. Ach, jetzt ist der nicht da. Schnell mal warten. Und dann sollte er endlich demnächst. In 5. Nee, 3, 2, 1. Ah, nee, ist dort noch. Oder? Doch, endlich müsste der. So. Oh. Jetzt ist es am Wagnen. Oh wow. Es regnet durchs Dach. Stahl ist. Ach, so wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich möchte einfach nur bauen. Stahlbarren 26. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Muss hier doch auch noch irgendwo so ein Handelsding sein. Gutmannstrunk. Geht ja mit 19 Sorten. Waren aus Graukiefer. Und aus Ihr Bruder. Werdet feststellen, dass mein Bruder Solaf und ich die einzigen Seid gegrüßt. Oh, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ziegenhörner, genau die brauche ich auch noch. Wenn ihr Kerzen noch nicht bauen. Aus meinem Laden stehlt. Sollte er sagen, nixt? Diese Valga Venezia ist ein. Okidoki. Ich hoffe, wir haben das Haus bald fertig. Oh, ein Krampf, dieses Haus. Ich dachte, das ist noch so anfangs auch. Naja, ein bisschen Marifari, aber. Wurde einrichten, das ständige Hin- und Hergereise. Au. Oh. Die Keller. Was ist ein Frauchen? Nicht in der Küche. Kinder sitzen am Tisch und trinken ein bisschen Wein. Der Alkoholiker. Irgendwo mein Vibe ist. Hier auf jeden Fall nicht im Keller. Ach, ich muss ja erstmal hier. Egal, ich kann ja. Für den Rest brauche ich Beschläge und Bruchstein. Genau, das ist ja jetzt erstmal das kleinste Problem. Eisen sollten wir auch noch ein bisschen haben. Mal gucken, wie viel. Echt ein Stück. Die treibt sich draußen rum. Ja, Liebling.
Ach, wohin denn? Ich möchte nicht umziehen. Ja, Bruchstein, genau. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Auf mich Schatz zu nennen, ist komisch. Endlich meine Frau. Oder? Kennst du, oder? Hier sollte erstmal reichen, hier in den Bruchstein. Oh, ach ja, das war mir klar, dass ich das nicht. Was? Runter! Schade, der kann nicht mehr. Erstmal ein bisschen. Wohl, nee, wie soll ich das auf den Boden schmeißen, wenn da eine Truhe steht? Wäre es natürlich sehr erotisch, wenn wir mal gucken, den Keller hier gleich in einem Schlag durchkriegen würden. Endlich mal diese dämlichen. Besser. Mach jetzt mal das hier alles. Nicht ballern. 40 Eisen und aber wenigstens füllt sich jetzt. Oh, cool. Oh, wow. Klasse. Rauchvergiftung erstmal hier. Rauchvergiftung entkommen. Oh, fuck, ich brenne. Wieso springe ich? Oh, wow, genius. Wieso springe ich auch ins Feuer? Toll. Bisschen zu dunkel ist mir das noch. Hier, das Licht ist okay, aber hier ist mir noch zu dunkel. Jetzt muss ich mir wieder einen Kopf machen, wie ich an Eisen komme, ey. Mann. Nervt einfach nur noch das Eisen. Gefühlt in den 20 Videos nichts anderes gesagt wie Eisen, Eisen, Eisen. Papa, wir spielen ein Spiel. Und Gold. Papa, wir spielen ein Spiel, dann ganz sicher nicht. Eine Zeit für Spiele hier. Das ist ernst hier. Skyrim, ja. Falk. Okay, dann reisen wir nach dahin. Mortal ist auch so ein ekliges Nest. Ah, Sterne ist auch nicht. Naja, verdampfen wir uns erstmal nach Solstheim. Vielleicht haben die ja ein bisschen mehr Materialien wie hier in Himmelsrand. Wäre zumindest vorteilhaft. Sprecht mit Kapitän Gerlund, wenn ihr eine... Hey, aufpassen! Das ist so geil. Wenn ich losrenne und die umrenne, wie die nach hinten so... kippen. Wer von euch war der Schmied? Ihr wart ein guter Freund. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Nur auf dich ist wenigstens Verlass, Alter.
Aber nicht mal du hast doch Goldbarren. Au. Nicht mal Golderz oder irgendwie sowas. Bringt mir eure Waffen und Rüstung. Ich repariere sie euch. Ist nicht. Was ist da? Ist schon nicht. Kämpfe, die sind da draußen, da wo sie hingehören. Lass mich bloß in Ruhe mit eurem komischen Zeug hier. Eure Taten waren ein Ich habe gerade neue Waren vom letzten Versorgungsschiff bekommen. Schaut mal, ob euch... Oh, danke. Schaut danke vorbei, wenn ihr wieder Hunger habt. Ich habe immer reichlich Essen im Angebot. Ich warne euch, bei mir braucht ihr euch ich nur arbeite für Mogo. Wenn ihr ein Problem habt, Schulden, sprecht mit ihm. Dann passiert euch nichts. Ihr seid auf dem richtigen Weg, wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Die Minen sind offen. Wir sehen uns in den Minen. Ist wieder was los. Danke. Wenn ihr Vorräte sucht, solltet ihr mit Fetis sprechen. Er hat alles, was er hier ist viel. Seht es euch an. Wow, der hat auch nicht das, was ich brauche. Mann. Wenn ihr Vorräte braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Ich geh mal in die Höhle hier. Oder gibt's hier noch irgendwas? In die Rabenfelsmine. Azuras Weisheit sei mit euch, Freund. Dass ihr es geschafft habt, die Minen wieder zu öffnen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Wir die arbeiten hier. Diese Mine ist fantastisch. Habt ihr jemals so viel Ebenerz auf einem Haufen gesehen? Ebenerz. Man denn nach Gold? Ja. Nichts. Ach, da war was. Das ist aus dem Grundstein oder so. Hey, aufpassen! Oder diese andere Zeugs hier. Oh, war auch nichts. Nochmal. Gibt es hier keine Gold? Gibt es hier keine Gold? Oh. Goldherzadern. Wäre ja schon mal irgendwie ganz süß. Und so. Sind wir? Außer ganz tief in der Mine, das weiß ich selbst. Oh. Hm, klar, dass die Dizzle Katze drin läuft. Ich doch schon. Leben oder nicht mehr? Sieht doch nicht mehr wirklich wie Mine aus. Ah, hier gibt es bestimmt Goldbarren.
Oder halt auch nicht. Wozu auch? Boah, ey. Sieht gut aus. Diese Blitzdinger ziehen auch nochmal viel Schaden, wa? Okay, also ich glaube, hier war ich noch nicht. Wo ist eigentlich schon wieder mein doofer Kater? Oh, besser ist. Wow, oh, wegen des bisschen Scheiße. Der ist hier nicht. Hallo. Ach, der findet hier ein bisschen Goldader oder sowas. Ah, nee, warum? Wer braucht denn schon Gold in dem Spiel? Ich höre die Leute wieder ackern. Hier ist noch einer. Was soll ich damit? Die ist eben Erzielumpe. Danke. Ich will einfach nur Gold haben. Willkommen in der Rabenfelsmine, Fremdling. Hallo. Ich war so lange raus aus dem Geschäft, dass ich fast nicht mehr wusste, wie man eine Spitzhacke führt. Nee, warte. Da. Wo zur Hölle? Sind wir gekommen? Ach, von oben. Diese Mine ist fantastisch. Habt ihr jemals so viel Ebenerz auf einem Haufen gesehen? Das Ebenerz ist mir doch egal, wo einfach noch raus. Oh, war knapp. Das Metz ist eher, dass die Maus dann wieder hochfuchtelt. Ich habe von vielen merkwürdigen Vorkommnissen gehört. Nichts ist schöner als der Klang von Metall auf Stein. Also ich könnte mir eigentlich Schöneres vorstellen. Okay, ich glaube, ich muss aufgeben, die Suche nach Gold. Aber zumindest habe ich jetzt wieder erstmal ein bisschen Eisen. Tempel vom Mira-Arg. Das ist auch ein blöder Pisser. Na, vielleicht haben meine ja hier schon wieder ein bisschen Eisenerz. Eisenbarren. Das wäre zumindest ein Träumchen. Ah ne, hier schneidet mal wieder. Was sollst du sonst machen in Skyrim? Mal Abi nach Falkenring.
mit dem Falkenringen. Kust ist verantwortlich für den Friedhof hier in Falkenring. Okay, schön. Jo. Stahl ist gut. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Eisenbahn 31, geil. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Mist. Kann ich nicht reichen. Oh. Sind hier irgendwelche blöden Tränke, dass ich mehr tragen kann oder so? Oder ein Schrei? Die ganzen Tränke, die ich hatte, die habe ich weggemacht. Warte mal, ich habe doch meine blöde Mietzekatze. Komm her, ja. Khajiit bewacht euren Rücken. Cesargo hat nur begrenzten Platz, um Dinge zu transportieren. Das sieht ja scheiße aus. Sieht aus wie ein Freudertyp. Oh, egal. Ist mein Problem. Okay, das sollte erstmal reichen. Geht voraus, Freund. Warte, erinnere mich mal bitte dran, wenn ich eine Hacke oder eine Axt suche, die habe ich meiner Katze gegeben. Ich einfach wieder ein bisschen. Reichen meine blöden Hörner, glaube ich, gar nicht. Schaut mal, Papa. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Guck mal, die hat einen Hasen. Darf ich das Tier bei mir aufnehmen? Bitte. Ihr seid super. Danke. Oh, guck mal, jetzt habe ich... Ah, fuck. Jetzt habe ich den Hasen getötet. Weil ich aus Versehen auf die falsche Taste gedrückt habe. Nein, wirklich. Ach nein. Ich wollte ihn gerade zeigen. Ach scheiße. Da kann ich das nochmal laden? Ach man, das macht mich jetzt traurig. Nochmal. Oh. Schaut mal, Papa. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Darf ich das Tier bei mir aufnehmen? Bitte. Ihr seid super. Danke. Süß. Cool, dass sie aus dir haben können.
Ach, ich nehme was so Leben ist vom Haus. Ich auch vom Haus. Muschen brauche ich nicht. Brauche ich dann noch? Okay. Fünf Schlösser und sechs Altbarren. Falls sich jemand an uns anschaut, Cesargo hat nur begrenzten Platz, um Dinge zu... Geht voraus, Freund. Ich meine, kann sie nicht sagen, die soll jetzt irgendwas machen? Brauchtet ihr etwas von Cesargo? Er bringt uns an einen warmen Ort, wie ich vermute. Dann werden wir folgen. Muss ich mir noch Stahlbarren besorgen und dann sind wir eigentlich auch schon soweit fertig. Mit The House. Oh, es schränkt, ey. So ein Häuschen in Skyrim ist nicht gerade easy. Muss ich sagen. Auf abzubauen. Komischer Typ. Der Hase einfach immer im Haus. Papa! Hase sitzt im Weg. Ist geschafft. Goodie. Schrein von Akatosh. Schrein von... guck mal, ich kann jetzt Schreine in meiner... Alter. Also ich habe zwar die ganzen Amulette, aber ich weiß nicht, welche ich nicht bauen soll. Ich nehme. Und Talos. Das Amulett habe ich noch. Das heißt, ich brauche erstmal noch ein paar Stahlbarren und ein paar Silberbarren. Wie eigentlich? Rein von Talos. Achso, nee, da brauche ich Schutzschnattel. Drachenknochen und so. Wow. Schatz. Da ist rein. Was ist denn das? Was ist denn das? Okay.
Dem verbrauche ich noch ein paar Eisenbeschläge. Bin aber nicht sicher, wie viel. Ich habe jetzt überhaupt nicht darauf geguckt, auf die Truhen. Katze, du stehst auf meiner Tür. Ihr bringt uns an einen warmen Ort. Ist aber sie eine Frau. Wie ich vermute. Komischer Typ. Okay. Ah ja, Stahlbarren. Mann. Und Schlösser. Schlösser und Stahlbarren. Stahlbarren. Ich mache erstmal schnell hier die Schlösser. Das muss reichen. Wenn es nicht reicht, weiß ich auch nicht heute. Ist mir egal. Ach, warte mal, da kann ich sogar meine Frau fragen, wa? Ist das so eine Händlerbraut? Wo ist denn die? Riesending, ey. Was? Was? Hört mich gar nicht. Achso. Es nervt mich, dass man Skyrim nicht durchs Fleisch spielen kann. Muss ich erstmal meinen Vibe suchen, wo ist denn das? Die wird bestimmt hier oben stehen. So liegt mein Eimer hier rum. Hallo Schatz. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Bist du? Sie redet mit mir, aber ich sehe sie nicht. Ach da. What the fuck, hast du durch ein Boot mit mir geredet? Ja, Liebling. Da lag ein Geld wir haben rum. Einen hübschen kleinen Gewinn Freude, gemacht. Mann, das ist nicht so doll. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. Was habt ihr zu verkaufen? Schmuckstücke, Krimskram, solche Sachen. Mann, die Alte hat nur Bullshit. Da muss ich wohl noch mal los. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Auf Wiedersehen, mein Schatz. Quatsch, mir neue Folge. Mann. Das muss die Stimme sein. Entschuldigung. Passt schon. Okay.